So, das sah schon mal ziemlich gut aus mit Wario und Wario Bike 2, 1 und Go. Nämlich der Special Grand Prix steht hier an und ja, Balaram ist gerade gejoint. Deshalb finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass er kein Wario Bike hat. Das ist verständlich, weil er ist gerade erst in den Raum gejoint und ich habe zwar rausgespammt, ich bin für schwere Fahrzeuge, aber das kann man natürlich auch nicht richtig verstehen, weil es kann genauso gut heißen, dass man Bowser Bike nehmen soll oder dass ich Bowser Bike fahre oder dass ich das einfach nur aus Spaß gemacht habe, denn er weiß natürlich nicht, dass das hier der dritte Grand Prix ist, wenn er davor noch nicht im Raum war. Ja, also nehme ich ihm das jetzt nicht übel oder so. Ich sehe noch einen Knochen trocken, aber mein Gott. Ah ja, und da hinten ist auch noch ein Funky und ein Mi. Naja, es könnte da auch irgendwie zu Missverständnissen kommen, ganz einfach, weil weil wegen DC und so, dass die dann vielleicht gedacht haben, komm, wir wiederholen den Grand Prix und das ist dann erst im nächsten. Und ja, kann man ja nie wissen, also es hätte auch sein können. Mir ist es relativ egal, dass die jetzt hier stehen bleiben. Müsst ihr nicht, also wenn ihr was Falsches nehmt, es ist zwar nicht so cool, finde ich, aber es ist nicht schlimm, wenn ihr das macht. So, hier ist Speed mit Quacker unterwegs oder wie? Ja, geht gar nicht. Ich sag noch schwere Fahrzeuge. Naja, was soll's. Wario und Wario Bike ist auf jeden Fall ein Gefährt, mit dem man überhaupt nicht fahren kann und ich habe so das Gefühl, sind schon wieder welche rausgeflogen oder haben die Nee, nicht mal. Das sah nur irgendwie auf der Karte so aus, weil da viele auf einem Haufen waren. Dämon ist noch gejoint und eben Balaram und ich glaube, das war's. Wir hatten schon, ich habe den Raum gestartet, es waren 12 Spieler drin, dann bei der Rennauswahl waren es nur noch 11, aber kann man nichts machen. Und ja. Das hier ist vielleicht der letzte Grand Prix, den ich aufnehme, aber vielleicht nehme ich auch noch einen Grand Prix auf, da bin ich mir nicht so sicher. Und ja, wenn sie ihren Spaß haben, dann können sie auch hinten rumlungern, das ist mir egal, aber müsst ihr nicht, wie gesagt. Und es verwundert mich ein bisschen, dass Leute echt mit Wario Bike fahren können, weil ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich muss zugeben, ich habe schon ein bisschen geübt. Ein Grand Prix habe ich offline gemacht. Ich glaube, das... Nee, nicht ein Grand Prix, ein bisschen Zeitfahren halt. Und ich muss sagen, da habe ich mich extrem blöd angestellt. Aber wenn man mal drin ist, dann geht es sogar. Und es soll ja Leute geben, die sogar mit dem Teil hier einen 3-Sterne-Rang geschafft haben. ja, kennen wahrscheinlich die meisten. Auch wenn er jetzt, glaube ich, sogar mit etwas anderem fährt. Nicht mit Daisy und Machbalk, weil Abonnenten ihn darauf hingewiesen haben, dass das Gefährt scheiße ist und da hatten sie auch voll und ganz recht. Aber schweifen wir nicht vom Thema ab. Raw, du... Nein! Das war witzig, okay. Naja. Dadurch, dass ich Raw angefahren habe, habe ich nämlich die Green Shell verloren und bin selber reingefahren. Naja. Es sind jetzt doch einige, die nicht mit Wario fahren, leider, aber... Naja, solange über die Hälfte mit Wario fahren, ist das schon in Ordnung. Und der erste hatte ja mal einen Mega-Vorsprung. Da bin ich mal gespannt, wer das war. Vielleicht Lukas? Oder ist der überhaupt im Raum? Ja, ist er. Der ist sowohl in den normalen Grand Prix als auch in Team Grand Prix und Spezial Grand Prix immer ganz vorne. Es ist unglaublich. Okay, wir sehen uns im nächsten Rennen. Juhu, meine Strecke kam dran, nämlich Geistertal. Und das ist die Strecke, auf der ich so ein bisschen geübt habe. Ich bin auf eine 1 Minuten 4 Zeit gekommen. Das ist ja unglaublich für Geistertal, ich weiß. Aber ich weiß jetzt, wie man hier so ein bisschen zumindest driftet. Und ich konnte sogar die Abkürzung mit Pilz relativ gut nehmen. Das ist nicht zu fassen, aber hier werde ich jetzt richtig skillen. Da hat selbst Lukas keine Chance gegen mich. Ja, das sieht doch skillermäßig aus hier. Also wenn das nicht Skill ist, dann weiß ich auch nicht. 21er Runde, ja? Macht mir das erstmal nach. Wow, okay, das war knapp. Aber hier ist der Skill am Apparat. Ja, hallo? Ja, hier ist Mr. Skill am Apparat. So müsst ihr euch das vorstellen. Wie in so einem irgendwie Agentenfilm. Hallo. Ich wollte euch eigentlich treffen.
Naja, was soll's. Dann jumpen wir hier mal rüber. Und schnappen uns hier noch die... Wow, nein! Jetzt nicht im in der letzten Runde hier noch verkehren. Ja, KK überholt mich nicht mehr. Okay, das ist der erste. Juhu! 1:06, das war ja gar nicht mal so schlecht dafür, dass ich keine Pilze hatte. Ist ja unglaublich. Und ja, wollen wir mal schauen, wie das dann so aussieht da hinten. Wenn die Leute mal ins Ziel fahren. Ach so, da sind ja welche. Ja, stimmt, da sind welche am Anfang stehen geblieben. Die brauchen jetzt natürlich. Und dadurch kommt es zur 30-Sekunden-Regel. Das ist ja super, damit ich hier länger uploaden kann. Naja. Okay, jetzt endlich die Punktzahl und Lukas ist... Oh, auf dem vierten, okay. Dadurch konnten wir uns einen Vorsprung erhuschen und wir sehen uns im nächsten Rennen. Tja, diese Strecke ist eben ziemlich beliebt und dadurch kommt sie jetzt nochmal dran. Ja, mittlerweile kennt ihr den Namen, also muss ich den nicht nochmal nennen. Und let's go! Sollen wir hier mit den Shortcut ziehen? Ich weiß es ja nicht so genau. Ich muss zugeben, auf der Strecke hier habe ich auch schon was versucht und zwar den... Ah, schade. Das wäre ein geiler Snipe geworden. Und zwar den Schwurmlos SC zu ziehen. Das hat keineswegs funktioniert, aber mit Pils sollte das eigentlich schon relativ machbar sein. Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht gehen sollte. Mit ja, Stern ist es vielleicht auch ein bisschen leichter, aber ich will hier jetzt nicht so viel riskieren. Und ja, noch ein Pils. Wow, da war schon wieder eine Bombe. Also irgendwie mit den Bomben, denen ich ganz knapp ausweiche, habe ich es heute. das hier wird... wow. Okay, da sind wir beide in die gleiche Banane gefahren. Das hier ist jetzt wirklich der letzte Grand Prix, den ich aufnehme. Da habe ich mich gerade festgelegt. Aber vielleicht fahren wir noch ein, zwei und haben die sich gegenseitig runtergeschubst. Nein, war nur ein Lag. Schade. Und kam da eine Blue Shell oder... Ja, doch, kam eine. Das ist schön, weil dadurch kann ich wieder nach vorne kommen. Und ja, zweiter. Hier liegt eine Fakebox, die man überhaupt nicht von irgendwie anders sieht und die man mit, in die man mit hier Wario Bike bestimmt reinfährt, wenn die direkt hinter der Kurve liegt. Und da war schon wieder eine Bombe haarscharf an mir vorbei. So, da hat gerade... Ey, ey, ey. Raw, hör auf. Ich möchte den SC ziehen. Nein! Das war sogar richtig knapp, obwohl ich hier gegen die Bande gefahren bin. Naja. Ich habe mir schon gedacht, dass es nichts wird, aber es war ja gar nicht so schlecht. Schade, ich hätte gedacht, den könnte ich vielleicht noch dodgen. Balaram auf jeden Fall mit Funky hier unterwegs, aber ja, wie gesagt, im ersten Rennen ist nicht so schlimm. Macht euch nichts draus. Ist Wumpe. Und ich unterbreche den... Jawohl, noch ein neues Item bekommen, das ist schön. Und Jay wird jetzt erst... nicht Jay, Kay. Hört sich so ähnlich an, Jay und Kay und Gedöns. Ja, Balaram wird geownt. den anderen hau ich jetzt einfach mal nach vorne. Ja, das ist, denke ich, die beste... Ja. Wenn sie direkt in den Wump kracht, ist das natürlich die beste Möglichkeit. Mhm. Ich könnte ich hätte mir den Pilz natürlich auch aufheben können und hoffen können, dass ich den SC schaffe, weil dann wäre ich hier auf dem ersten Skiller Number One. Aber lieber mal nicht. Und... Nein, kein Item. Verdammt. Raw, bitte own mich nicht. Und hat da jemand den SC gezogen? Ja, Balaram hat ihn gezogen. Dadum. Ja, okay, der Pilz war durchgetriggert, also... Naja. Nein! Boah, ich hatte den Pau jetzt fast nicht beachtet. Durch den Blitz habe ich da irgendwie überhaupt nicht drauf geachtet. Das war im letzten Moment, dass ich da noch was getan habe. Und bitte... Oh, nein, nein, Dämon überholt mich noch. Verdammt. Ah, schade. War das schon das letzte Rennen? Ich bin mir da gerade echt nicht sicher. Wir hatten N64 Pause, wir hatten Geistertal. Ich glaube, das ist das dritte erst gewesen. Ich vergesse das während der Aufnahme immer. Es ist herrlich. Und... Oh, 3:10 habe ich nur gebraucht. Ja, das ist natürlich eine Spitzenzeit. Ja, damit ist Lukas wieder auf dem ersten. Verdammt. Aber den zweiten können wir uns sichern, denke ich. Werden wir schauen. Und zwar im letzten Rennen. So, Finale auf
Donkey Kong Schikane und somit neigt sich das 200 Abonnenten Special im Sinne von Mario Kart Wii und insgesamt auch schon dem Ende zu. Es ist unglaublich, wie schnell das jetzt von dannen ging. Ja, demnächst startet ja, wie ich im FAQ-Teil, ja toll, das war meine eigene, glaube ich, wie ich im FAQ-Video angekündigt habe, eine neue Videoserie statt Rollercoaster Tycoon Achterbahn kommt da Let's Challenge Shortcuts. Und da kommt unter anderem auch der doppelte Shortcut hier auf Donkey Kong Schikane vor. Darauf könnt ihr euch vielleicht irgendwie freuen oder euch ein Eis backen. Ich weiß es noch nicht selber, aber naja. Eigentlich wollte ich das Item erwischen, naja. Ich könnte ja mal versuchen, hier mit den Doppel-SC zu ziehen. Also wenn ich das hinbekommen würde, dann müsst ihr alle unter das... Ja, wenn ich es hinbekomme, den Doppel-SC ohne irgendwie Pilz oder Kugelwilli zu ziehen, schreibt ihr unter dieses Video hier alle, Mario Kart Wii King is Patrick. Genau. Nein, das ist, glaube ich, falscher... Ist das falscher Satzbau? Patrick the MK Wii King. Genau, das schreibt ihr drunter, wenn ich den SC, den Doppelten, schaffe. Komm schon, werd groß, bitte. Ich möchte das jetzt hinbekommen, weil es wäre echt epic. Nein! Schade, 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 Schokolade. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich habe das absichtlich nicht mit Drift gemacht, weil das Ding hat eine hohe Beschleunigung, dass man in der Mitte vielleicht sogar schon genug Speed aufnehmen kann, ohne irgendwie was Besonderes zu machen. Aber es hat noch nicht so ganz funktioniert. Und Dämon, du überholst mich bitte nicht. Jawohl, getroffen. Ja, im letzten Rennen, in der letzten Runde, nicht im letzten Rennen, möchte ich das, ja, es ist auch das letzte Rennen. Ja, jetzt habe ich mich hier wieder toll verplappert. Werde ich ihn nicht mehr versuchen, glaube ich. Das ist mir einfach zu risky und ich möchte hier noch einen coolen Platz raushauen. Auch wenn, nein, ich wollte gerade sagen, mit Pilzen könnte ich es vielleicht ja noch versuchen. Aber wenn das so ist, dann anscheinend doch nicht. So, bitte werd jetzt nicht irgendwie doof groß. Ja, das war in Ordnung. Und kann ich noch jemanden bekommen? Dritter. Dritter ist eine gute Sache. Dritter ist eine tolle Sache. Dritter ist auch die Endplatzierung? Fragezeichen. Ja, sieht doch gut aus. Und damit haben wir den zweiten Platz sicher. Den ersten denke ich jetzt mal nicht, außer er ist der letzte da. Wer weiß, wer weiß. In Mario Kart Wii ist alles möglich. Vielleicht wird er runtergeschockt oder so. Hm. Sind schon alle im Ziel? Nein, da müssen noch welche eine Runde fahren. Zum Beispiel Raw mit dem Mieder. Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier schon mal fürs Zuschauen und fürs Mitfahren. Lukas hat natürlich gewonnen. Ich auf dem zweiten, dicht gefolgt von Jay. Naja, mehr oder weniger dicht. Aber der ist dicht gefolgt von VT Niklas. Und ja, danke fürs Mitfahren, danke fürs Anschauen. Ich fahre vielleicht noch ein Kompli. Bis zum nächsten Video, wie dem auch sei. Danke und ciao, Leute.